So, in unserem nächsten Vortrag lernt ihr etwas darüber, was passiert, wenn das tolle TPM und das tolle Intel ME dann doch irgendwie nicht so toll sind und was denn schiefgehen kann, wenn man seine Keys auf so einem TPM initialisieren will. Dazu helfen euch jetzt gleich die Herren Professoren, Doktoren Weiß und Vornarbeiter. Bitte einen schönen Applaus. So, also herzlichen Dank für die nette Einführung, auch herzlichen Dank für die zahlreichen Zuhörenden. Es wird heute ein Vortrag, wo ich ein bisschen auch mit dem Kollegen Vorler von der Realität irgendwie auch ein bisschen massiv gerempelt worden bin. Eigentlich war unsere Intention wirklich zu diskutieren, wie macht man Kryptographie robuster und auch in einem feindlichen Umfeld. Und ich habe gelernt, ein neues Passwort, Resilience, Kryptographie, war eigentlich wirklich als Titel geplant, jedoch müssen wir, glaube ich, wegen der realen Entwicklung noch ein paar Einordnungen gleich am Anfang machen. Also zunächst mal die übliche gute Nachricht, die ich auch immer gerne bringe, wissenschaftlich starke Kryptographie ist selbst gegenüber mächtige Geheimdienstgegner. Wahrscheinlich das Einzige, was überhaupt hält, aber es hält. Also wir haben einigermaßen die Sachen verstanden, die Sachen, die freundlicherweise im Zusammenhang mit der Snowden-Geschichte veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass die Kryptografen in der NSA mit Wasser kochen, und da gab es eigentlich für die großen Mengen Geld, die da reingeworfen wurden, relativ wenig Überraschung da. Also man kann sagen, Krypto hält, oder um es mal ein bisschen lyrischer von Bruce Schneier zu machen, vertrau auf die Mathematik, Verschlüsselung ist dein Freund. Also insofern eigentlich eine ganz gute Situation, bis diese gute Situation auf die reale Welt kommt. Wir Kryptografen können wirklich eine Art Magie entwickeln. Wir können mit ein paar Bits, die man sicher speichert, wirklich sicher gegen alle möglichen Angriffe bestehen. Das Problem ist, wenn diese paar wenigen Bits aber nicht mehr sicher sind, dann können wir halt gar nichts mehr machen. Und man kann es auch, wenn man es ein bisschen modelltheoretisch macht, kann man auch sagen, naja, irgendwas muss die berechtigten Kommunikationspartner von den Angreifern unterscheiden. Und das Kleinste, was wir anbieten können, sind ein paar wenige Bits, die sicher gespeichert werden müssen. Weniger können wir nicht machen. Also wir sind mit unserem Latein nicht am Ende, aber eigentlich schon in der Situation, wo wir gesagt haben, okay, passt auf ein paar Bits auf, mehr können wir nicht für euch tun. Und genau das ist das, was ja im Moment episch uns um die Ohren fliegt. Also es gab hier auch schon einen sehr interessanten Vortrag, deswegen will ich auch gar nicht so arg ins Detail zu gehen. Aber der Titel ist einfach zu schön, How to hack a turned off computer. Oder, dass man beliebigen Code ausführt auf dieser Management Engine. Und diese Management Engine ist relativ spannende Geschichte, insbesondere für meine Forschungsarbeiten. Ganz interessant, weil dank der Intel Management Engine kann ich auf die lästerliche Frage, wo mich eigentlich Leute schon seit Jahrzehnten immer, naja, seit anderthalb Jahrzehnten damit aufziehen, wann ist endlich das Jahr von Minix auf dem Desktop, kann ich inzwischen freundlich grinsen und sage, seit 2012 ist es in deinem Desktop und niemand hat es gemerkt. Also diese Management Engine läuft in der Tat auf diese Minix 3, was ein akademisches Projekt bin, das irgendwie über Jahre halt niemand benutzt hat. Und jetzt bin ich auch im Mini-Steering-Komitee und wir waren ziemlich traurig, dass wenig Beteiligung letztes Jahr von der Konferenz war, bis wir dann mitgekriegt haben, dass das Minix, was wir da entwickelt haben, wirklich auf allen Intel-Plattformen läuft. Und damit ist wirklich diese lästerliche Bemerkung, dass Minix auf mehr Rechnern läuft, auf Windows als auch Mac, weil auch Mac haben die Intel-Hardware und dieselbe ME-Geschichte drin. Ein ganz witziges Detail, aber wie gesagt, bei den witzigen Detail ist natürlich das Hauptproblem da, wenn das nicht ordentlich gemacht worden ist, dann können da Sicherheitslücken kommen. Und offensichtlich ist es so, dass die zwar dieses Minix genommen haben, das steht aber halt unter einer freien Lizenz und nicht GPL, und dann natürlich die ihre Arbeiten und Modifikationen nicht veröffentlicht haben.
und sich offensichtlich nicht gut genug damit auskennt, das einigermaßen sicher zu machen. Minix ist ein militant auf Sicherheit getrimmtes System. Das hat so Inflexibilitäten zum Beispiel, dass alle Nachrichten für eine gewisse Prozessorarchitektur genau 24 Byte lang sind. Also es gibt sehr wenig Angriffsvektoren, die wir da haben. Und es ist ein Microkernel-System. Ich weiß nicht genau, wie die genaue Codeentwicklung ist, aber in der Anfangszeit waren wir da bei unter 10.000 Lines of Code. Und das ist auch wieder ein schöner Moment, wo man als Betriebssystemprofessor relativ einfach die Welt erklären kann. Linux hat inzwischen 10 oder 20 Millionen Zeilen auf Code. Windows irgendwie 100 Millionen, frag mich nicht. Und es ist auch so ein Lemma, dass man sagt, alle 1000 Programmzeilen gibt es einen Fehler. Und jetzt können wir ausrechnen, das ist bei Minix halt 20.000 Fehler, bei Linux 20.000 Fehler und bei Minix vielleicht eine Handvoll Fehler. Und da könnte man eigentlich vorbeigehen und das anschauen. Kleines weiteres Lemma, wie problematisch sind Fehler? Da ist die Antwort, wenn man mit C programmiert, kann man davon ausgehen, dass ein Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit echte Schmerzen verursacht. Also die Gruppe der Sachen, der Fehler, die wirklich zu ignorieren sind oder ignoriert werden können, sind bei C deutlich geringer als bei anderen Systemen. Insofern sage ich also die reine Information, dass Minix ein sehr kleines System ist, das so klein ist, dass man es wunderbar in einer Vorlesung erklären kann, ist wirklich direkt verbunden mit der Sicherheit. Okay, neben diesem Problem, dass wir halt Ärger auf der untersten Ebene haben, waren andere Dinge, das wir über Jahre lang auch verfolgt haben, diese TPM-Diskussion. Und hier gibt es wieder was sehr Bizarres. Hier werden RSA verwendet. Wer vielleicht meine alten Diskussionen mit RSA und ECC kennt, weiß, dass ich RSA eigentlich ganz, ganz, ganz gern habe. Und das hat auch eine Reihe von Gründen, nämlich es gibt Sicherheitsbeweise, wirklich harte Sicherheitsbeweise. Es ist verstandene Mathematik und es ist eine relativ kurze Implementierung, wo man doch nicht allzu viel falsch machen kann. Und da das ja immer noch ein bisschen eine Hacker-Konferenz ist, seien mir auch ein paar Sachen hier erlaubt. Zunächst mal, was ist RSA? Wir brauchen Primzahlen. Wenn wir 2048-Bit-Schlüssel haben, braucht man 1024-Bit lange Primzahlen, die multipliziert man. Erste Frage an den Mathematiker, gibt es die? Ja, es gibt Primzahlen in jeder Menge. Zweitens, wie viel gibt es da? Und da hat man eine Formel, die sagt, also die Anzahl der Primzahlen ist etwa x durch ln x, also ganz grob gesagt, alle 1024 Zahlen ist eine Primzahl. Also man hat irgendwie 2 hoch 10 hoch 15 mögliche Primzahlen. Und wer ein bisschen aufpasst, sollte bei Mathematikern immer zusammenzucken, wenn die in ungefähr gleich schreiben, dann bedeutet das, es ist gleich bis auf einen linearen Faktor, der möglicherweise beliebig groß sein kann. Und das ist für die Leute, die implementieren, immer so mäßig befriedigend. Deswegen haben wir nochmal nachgeguckt und für x größer als 17 gilt, dass diese Abschätzung schon sehr genau ist. Und im Vertrauen für echte Systeme sollten wir Primzahlen, die deutlich größer sind als 17, verwenden. Ja, das war ein mathematischer Witz. Vielen Dank für die Leute, die es gefunden haben. Okay, zurück zu der Hackerwelt. Wie sieht es in der praktischen Implementierung aus? Schauen wir uns mal GPG an. Das bedeutet, wir nehmen halt Zufallszahlen und testen sie dann. Zuerst mit einem Sieve-Algorithmus, also ein einfaches Durchteilen der Primzahlen, leider gleich 4999. Muss ich, glaube ich, hier nicht machen. Der zweite Teil ist ein Fermat-Test. Der ist auch so niedlich, dass ich die Wikipedia-Artikel nehme. Das ist alles. Und der dritte Test ist ein bisschen ausführlicher, weil da mit Bit hin und her geschubst wird ein bisschen. Aber das ist der komplette Code. Also, wir machen Zufallszahlen und machen diese Tests, diese wenigen Zeilen-Tests durch. Und haben dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eine Primzahl ist, multiplizieren das dann, sind fertig. Was kann da passieren? Nochmal zur Erinnerung, wir sind in einem Zahlenraum, wo wir 2 hoch 1015 Primzahlen zur Verfügung haben. Also, da kann doch nichts schief gehen. Außer man kommt auf die tolle Idee, wir machen mal ganz schnelle Primzahlerzeugung. Mein erster Eindruck war, nein, echt lieber nicht. Dann habe ich gesagt, guck dir mal die Literatur ein, habe die 2-3 Tage angeguckt und dann kam ich zur Entscheidung, echt lieber nicht. Und die Praxis haut dann hier auch nochmal voll auf die Computersicherheit ein, nämlich diese TPM-Systeme, die kriegen das hin, die haben ein
Schlüssel, also einer der zentralen Schlüssel ist der Storage Root Key. Der wird genau einmal erzeugt in der Lebenszeit des Gerätes. Also einmal. Also hier ist keine Notwendigkeit, das mit einer unsicheren schnellen Erzeugung zu machen, wird allerdings trotzdem gemacht. Weiterhin haben die ganzen TPM-Chips eine Schlüssellänge kleiner gleich 2048 Bit. So, und dann passierte der preiswerte Totalschaden. Das haben die Kollegen in einem Vortrag hier auch gemacht. Als Professor muss ich dann nochmal darauf hinweisen, dass die Hauptidee, haben die jungen Leute auch ordentlich hingeschrieben, von 1996 ist, unmodifiziert. Dieser Coppersmith ist unmodifiziert gar nichts. Und was ich Ihnen sehr dankbar bin, ist, dass Sie da bei den ganzen Sachen mal die Preisliste dran geschrieben haben. Also, ich weiß nicht, was das in Bitcoin ist, aber das sind Centbruchteile in Dollar. Und für 2048, was die höchste Schlüssellänge für TPM-Chips ist, ist es Kosten von 944 Dollar. Wer sieht noch was ultra bizarres? Ja, also irgendjemand erklärt mir nach dem dritten Bier, warum, wie man das hinkriegt, dass 3072 eine 10 hoch 17 mal größere Sicherheit gegen Angriffe haben als 4096. Also ihr merkt, es ist an Bizarrität relativ wenig zu überbieten. Gut, wie gesagt, wenn wir gerade bei Sachen sind, die in die Hose gehen können, habe ich auch noch überlegt, was gibt es noch aus dem letzten Jahrtausend, nämlich den Bleichenbacher Angriff. Und da hat eine Gruppe um Hanno Böck und andere Autoren, auch mit Robot, das sehr schön gezeigt, dass das heute auch noch genau geht. Aber nur bei so kleinen Firmen wie F5, Citrix und Cisco. Und so bei 27 der 100 häufigsten Webservices, unter anderem Facebook und PayPal. Das ist, glaube ich, die Firma, die irgendwas mit Geld macht. Also das ist irgendwie auch ein Punkt, wo ich irgendwie sage, das ist eine Sache, wo man sich fragt. Und da werde ich nicht näher aufgeben. Aber nochmal der Hinweis, Coppersmith 96, Bleichenbacher 98. Ihr merkt, ich stehe auf alte Angriffe. Insofern seid versichert, im Laufe des Vortrags kommen dann noch ältere Geschichten raus. Aber das ist natürlich relativ schmerzhaft. Also, wir sollten hier auch noch mal sagen, was wir empfehlen. Es hilft alles nichts. Wir brauchen Open Source im Booting. Wir müssen weg von Öffi. Wir brauchen sowas wie Coreboot, Libreboot oder U-Boot. Und das muss jetzt relativ schnell passieren, weil ansonsten sind wir Kryptografen auch wehrlos. Also wenn die uns die unterste Ebene wegschießen und dann alle Bits, die wir irgendwie sichern wollen, einsammeln, dann können wir auch keine Magie machen. Interessant ist, dass auch Google das im Bereich des NERF, schöner Akronym für Non-Extensible Reduced Firmware, sehr stark weiter betreibt. Kommen wir zu dem Thema, das ich eigentlich hauptsächlich bespielen wollte, das ist robuste Kryptographie. Und jetzt gebe ich mal wirklich ein paar Sachen, die sehr vom ingenieursmäßigen Standpunkt interessant sind, aber natürlich mathematisch fundiert sind. Erste Regel, XOR ist dein Freund. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel aus mehreren Quellen den Zufall nimmt und es dann XORt, dann tut man eigentlich das System stärken. Also es bedeutet auch, ich habe 15 schlechte Random-Quellen und eine gute und wenn ich alles zusammen XOR, tue ich weitgehend die Eigenschaft der guten Geschichte. Auch hier muss man ein paar Sachen beachten, aber XOR ist dein Freund, ist, denke ich, sagen wir mal, als erste Annäherung schon mal ein gutes Punkt. Zweitens, man kann Sachen doppelt hashen. Das habe ich auch vor vielen Jahren gemacht, ist heute auch erst einmal Blockchain. Bei Bitcoin der Fall, dass die zweimal hashen, bevor sie in den Mining-Prozess, aber die machen das halt nicht richtig, denen fehlt ein XOR und dadurch haben sie nicht die Sicherheit, die sie natürlich durch höhere Sachen, durch Doppelhashen erreichen können. Längere Schlüssellängen, das ist generell eine gute Empfehlung, außer wenn ihr euch an die vorletzte Folie erinnert, also es ist kein Allheilmittel, aber für sehr viele Sachen ist eine lange Schlüssellänge doch eine deutlich bessere Idee. Gut, historische Sachen, Kryptophon, ein Telefon, das auch Snowden ganz gern benutzt, haben wir da für 2003 ein Design gemacht und da könnt ihr sehen, schon damals, wo die Rechner etwas
langsamer waren und wir haben das für Handy gemacht, ging das irgendwie, dass wir 4096 Bit die vier Helmen machen. Wir haben es einmal gehasht und dann haben wir vor der Schlüsselableitung es ein zweites Mal gehasht, aber mit einer modifizierten Hash-Funktion. Also hier ist ein bisschen verkürzt dargestellt. Wir nehmen die SHA-2-Funktion von damals, aber tun die mit einem anderen Wert parametrisieren. Das hat zum Beispiel die Eigenschaft, ihr könnt überlegen, wenn man Kollisionsprobleme hat und zweimal hintereinander hasht und schon nach einem Hash eine Kollision da ist, dann hilft es nicht allzu sehr weiter. Aber durch das Umparameterisieren, wie gesagt, es ist manchmal nur ein Bit. Also im Prinzip wäre Bitcoin sehr viel sicherer, wenn sie nach dem, also sicherer gegen einige Angriffssachen, wenn sie nach dem ersten Hashing ein Bit umrempeln würden. Also das ist irgendwie manchmal ein bisschen gruselig, wenn man sich überlegt, dass man ein Bit an der richtigen Stelle gesetzt oder nicht gesetzt, wirklich drastische Auswirkungen hat. Später dazu noch ein paar weitere Bemerkungen. Und hier aus der beliebten Serie XOR ist dein Freund. Wir haben damals AES 256 unfufig einfach mit XOR verknüpft. Das ist eine Verknüpfung, die die schöne Eigenschaft hat, dass dann Angreifer beide Funktionen brechen muss, etwas verkürzt dargestellt, aber durchaus zutreffend. Also wie gesagt, es sind relativ einfache Sachen. Bei Hash-Funktionen ein bisschen drauf achten, XOR ist ganz spannend. Kommen wir nochmal zur Hash-Funktion. Da möchte ich hier heute mal ein bisschen Werbung für SHA-512 machen. Ich bin der Meinung, man sollte lieber SHA-512 nutzen als SHA-256. Warum? Naja, abschneiden ist okay. Wenn man nur 256 Bit ist, kann man die anderen Bits schlicht und einfach verwerfen. Wer jetzt nochmal im Standard drin, kann sich angucken, SHA-356 ist im Prinzip mit einer leichten Modifikation SHA-512 mit abgeschnittenen Bits. Zweiter Punkt, kryptografisch hochwertige Bits, oder genauer gesagt schön randomisierte Bits, kann man immer brauchen. Also, wenn man 512-Bit-Ausgabe hat, dann hat man noch zusätzlich ein paar Random-Bits rumliegen. Wie schon gesagt, man kann dann noch überlegen, XOR ist dein Freund und das in andere Sachen nochmal anzubringen. Weiterhin ist SHA-512 sehr schnell auf 64-Bit-Plattformen, ist eigentlich fast genauso schnell auf älteren Plattformen wie SHA-256 und wie gesagt, rein aus dem kryptografischen Bauchgefühl, man hat in SHA-512 mehr Runden und man hat 64-Bit-Operationen. Also von allem kryptografischen Bauchgefühl wird da deutlich mehr durcheinander gewirbelt und die Sicherheit auch in einer gewissen Weise erhöht. Gut, das machen wir kurz. Längere Kurven, nochmal ein Hinweis. Ich bin der Meinung, unter anderem die Gruppe um DJ Bernstein hat das schöne Arbeit gemacht bei der kleinen Kurve. Er hat auch irgendwie, das ist ja 256-Bit-Kurve, interessante Ergebnisse gehabt. Er hat auch längere Kurven bereitet, aber das nicht mit dem Nachdruck bearbeitet, die man vielleicht dafür braucht. Und außerdem bin ich halt wirklich der Meinung, wenn man schon auf die elliptischen Kurven kommt, ist SHA-256-Bit wirklich sehr nah an der Grenze, wo man irgendwie sagt, das könnte schnell problematisch werden. Insbesondere, weil auch DGB verwiesen hat auf die Probleme, die RSA bei Quantencomputern hat, muss ich sagen, elliptische Kurven wegen der kleineren Schlüssellänge, würde ich von dem Bauchgefühl sagen, da knallt es deutlich früher als bei den RSA-Operationen. Gut, alles klar, jetzt in einem zweiten Teil wird mein geschätzter Kollege Christian Vorler mal ein paar konstruktive Tipps geben, wie man wirklich bestehende Systeme besser nutzen kann. Und es ist eigentlich auch überraschend, wir haben uns im Vorfeld halt da nochmal reingeguckt und sind an einigen Stellen gekommen, dass zum Beispiel einige neue Ideen, TLS zum Beispiel 1.3, eigentlich auf den ersten Blick gut aussehen, außer wenn man mal ein paar andere Angriffsmodelle zugrunde legt. Insofern sind die Arbeiten, die Christian jetzt vorstellt, glaube ich, auch vom hohen Maße praxisrelevant. Hallo, jetzt wird es gleich ein bisschen technisch werden. Da müsst ihr jetzt halt durch. Ja? Okay, und zwar geht es jetzt um den richtigen Einsatz von AES. Na, also das Problem ist, dass jetzt die ganzen Hersteller von Softwareprodukten irgendwie Sicherheit bewerben, indem sie erzählen, wir nutzen AES. Ja,
Das ist zwar jetzt erstmal nicht so die schlechteste Idee, AS zu nutzen, aber in der Regel findet man halt nicht raus, wie sie das einsetzen. Ja, und da kann man auch viel falsch machen. Und das schauen wir uns dann gleich mal an. Das heißt, wenn jemand irgendwie behauptet, er macht irgendwie AS und dann erstmal nachfragen, wie das eingesetzt wird, und wenn man es nicht rausfindet, ist das meistens ein Indiz dafür, dass da ein Fehler gemacht wird. Und dann schauen wir uns mal ein hier. Also AES ist keine Wunderwaffe, das ist einfach nur eine Blockchiffre. Das heißt, ich kann mit AES einen Klartextblock verschlüsseln, beziehungsweise einen Chiffre-Textblock entschlüsseln. Und die Blockgröße ist 28 Bit, das heißt 16 Byte. Das hilft jetzt in der Regel nicht so wirklich viel, weil in der Regel habe ich halt Nachrichten, die ein wenig größer sind als 16 Byte. Ja? Wenn man so irgendwie Dateien anschaut, auch Netzwerkpakete. Und da ist jetzt die Frage, wie kann ich jetzt einen größeren Klartext verschlüsseln? Und dann ist die Antwort irgendwie klar, ich sage den in Blöcke und bearbeite die Blöcke nacheinander irgendwie mit AES ab. Ja? Das ist so die elementare Strategie. Und dann schauen wir uns mal an. Wenn man da in AI vorgeht, dann geht es auf jeden Fall schief. Also man könnte sich vorstellen, man tut jeden Block einmal durch AES jagen. Ja, Nachteil, gleiche Klartextblöcke, ja, wenn die Blöcke gleich sind und AES eine Funktion, dann kommt auch das gleiche raus. Das heißt, gleiche Klartextblöcke, da gibt gleiche Chiffretextblöcke, ja, haben alle schon mal gehört. Das heißt, da bleibt Struktur erhalten. Und wenn da Struktur erhalten bleibt bei der Verschlüsselung, dann ist das irgendwie extrem schlecht, weil das wir gerade nicht haben. Ja? Das ist halt die Idee, warum wir Kryptographie nutzen, damit da von der Struktur nichts mehr übrig bleibt. Ja? Und falls doch, gibt es da dieses Wikipedia-Beispiel, das wir irgendwie alle kennen. Das heißt, das ist irgendwie AES verschlüsselt, das ist Military Grade Security oder so, Werbung, so, ja. Also da gibt es halt Leute, die bewerben halt ihre Software mit Military Grade Security und machen dann sowas. Das ist irgendwie schlecht. Nächster Schritt, das man machen kann, wir wissen alle, ja, man macht Schlüsselstrom, man nimmt AES, generiert Schlüsselstrom. Die Idee ist schon mal gar nicht mal so schlecht, ne? Weil wir haben irgendwie gelernt, so One-Time-Pads funktioniert und das wollen wir irgendwie da ein bisschen emulieren. Dann gibt es jetzt die einfache Variante, dann genau, verschlüssel ich jetzt was, indem ich einen Counter, verschlüssel den, und tue das Ergebnis, der Schlüsselstrom, der rauskommt, x Ohren mit meinem Klartext. Und das Problem ist hier bei dieser Variante, hier gibt es keinen Zustand, das ist zustandslos, das heißt, das ist deterministisch. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier das anwerfe, die Verschlüsselungsverfahren, kommt der gleiche Schlüsselstrom raus. Und wie wir auch wissen, One-Time-Pad mehrmals anwenden ist auch eine schlechte Idee. Dann kommt, das heißt, ich muss jedes Mal bei AES den Schlüssel wechseln, ja, wenn ich da jetzt eine neue Nachricht verschlüsseln möchte. Und das ist irgendwie auch irgendwie nicht so wirklich praktikabel. Ja, wenn ich jetzt vergesse, den Schlüssel zu wechseln bei dem einfachen Verfahren, dann fällt es erstmal gar nicht so auf, weil ich habe hier jetzt einmal den Tux verschlüsselt und einmal Beastie. Und hier sieht man erstmal, Struktur ist weg. Weißes Rauschen, das ist schon mal irgendwie ganz angenehm. Problem ist jetzt nur, ich habe zweimal kleinen Schlüsselstrom. Das heißt, wenn ich die Chiffretext XORe, dann kürzt sich der weg. Und dann genau kommt irgendwie das raus. Und da kann man sich vorstellen, dass es jetzt nicht so der Riesenaufwand ist, aus diesem XOR dann die zwei Klartexte zu extrahieren. Das kriegt man auch hier noch als Geheimdienst hin, selbst als schlecht ausgeschalteter Geheimdienst. Das kriegt man auch noch als Student noch hin. Das ist eventuell mal eine Übungsaufgabe so für Bachelor-Studenten. Das ist jetzt nicht so schwer. Deswegen, also wie funktioniert das richtig? Das heißt, ich brauche einen Zustand. Ja, das heißt, wenn ich einen Schlüssel nur habe, möchte damit mehrere Nachrichten verschlüsseln, brauche ich einen Zustand. Das nennen wir hier NAND. Und das heißt, und beim Counter-Mode setze ich halt meinen Counter, den Anfangswert nicht auf 1, sondern ich setze ihn auf meinen Zustand. Und jetzt ist die Idee, jedes Mal, wenn ich eine neue Nachricht verschlüssele, würfel ich mir einen neuen Zustand aus, einen neuen NANS. Und das heißt, wenn ich jetzt einen neuen NANS anfange, bekomme ich immer wieder einen neuen Schlüsselstrom. Und das ist halt vorteilhaft. Das heißt, wenn ich einen neuen Schlüsselstrom, heißt halt, das kann ich wieder nutzen. Und sobald sich jetzt, das Ganze ist sicher, sobald sich kein NANS-Schlüsselpaar wiederholt. Soweit, so gut. Das heißt, die Anforderung halt hier ist jetzt, ich den NANS dann nicht wiederholen. Ja? Und das ist halt so ein bisschen kritisch. Es gibt dann auch so mehrere Verschlüsselungsverfahren, die NANS, die sind alle NANS-basiert. Und das erste Problem, wie ich gesagt habe, man darf den NANS irgendwie, muss aufpassen, dass der sich nicht wiederholt.
Und das zweite Problem ist, man schützt nicht die Integrität der Nachricht damit. Ja? Das heißt, wenn ich da was mit verschlüssele, zum Beispiel so eine Banktransaktion, ist das zwar geschickt, dass sie eventuell niemand lesen kann, aber wenn ich das Format irgendwie kenne in der Banktransaktion, kann ich es so manipulieren, dass der Betrag sich ändert oder die Empfängeradresse und das auch kontrolliert. Und eventuell möchte man das nicht. Ja. Genau. Und deswegen gibt es die authentisierte Verschlüsselung. Das heißt, als Kryptograf ist man auch auf die Idee gekommen, seit längerem schon, dass man nicht nur die Vertraulichkeit irgendwie schützen möchte bei der Nachricht, sondern auch die Integrität. Und das ist nur ein Rutsch und das auch irgendwie mit AES. Genau. Das ist jetzt das große Ziel. Und wie funktioniert jetzt so ein Verfahren? Ich habe jetzt, wie gesagt, meinen Nanz und mein N und mein Klartext P, dann kippe ich da rein und dann fällt jetzt nicht nur der Chiffretext raus, sondern es fällt auch noch so ein kryptografische Prüfsumme raus. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt die Inputs ändere, ändern sich auch alle Outputs bei der Verschlüsselung. Das heißt, ich bekomme jedes Mal, wenn ich dann irgendwie mindestens ein Bit ändere oder mehr im Input, ändert sich halt auch die Prüfsumme und der Chiffretext. Das ist schon mal ganz nett. Und wenn ich entschlüssele, ja, ganz einfach, dann kippe ich wieder so ein valides Nanz-Chiffretext-Tagpaar rein und es kommt mein Klartext raus, juhu. Und das ist der Clou ist jetzt, der Hammer, wenn ich jetzt irgendwie wenn es jemand manipuliert, das heißt, wenn ich jetzt Nanz-Chiffretext oder Tag ändere, dann gibt es eine Fehlermeldung. Ja. Dann heißt das, der Klartext ist nicht valide, das heißt, die Eingabe war invalide und es gibt eine Fehlermeldung. Das ist irgendwie ganz nett, sowas will ich eigentlich haben. Ja, da gibt es irgendwie so zwei ganz berühmte Verfahren. Das eine ist der Galois Counter Mode. Der wird eigentlich überall, der ist in der Industrie weit verbreitet. Dann gibt es zum Beispiel so bei Sachen wie IPsec oder auch bei TLS und so weiter. Und das ist das Problem, also das Gute ist, das Ding ist super schnell, der Galois Counter Mode. Nachteil ist, der ist ein bisschen fragil. Wir schauen uns gleich mal an. Und das andere Verfahren, das ich noch empfehlen kann, ist OCB, Offset Codebook, von genau, Rockaway, hat er mitgebaut. Und das, genau, also wenn man die Wahl hat, sollte man OCB einsetzen. Problem ist halt auch wieder hier, bei allen Verfahren, wenn sich ein Nanz wiederholt, dann bricht das alles zusammen. Ja, und ich habe mir das nochmal angeschaut, wie schlimm das die Situation ist. Wenn sich ein Nanz wiederholt, 2011, und das heißt, das Schlimme ist, das ist wirklich total kaputt. Das heißt, ich kann da immer von Ofen 1 Angriff finden, das heißt, ich kann das Ding in Echtzeit alles kaputt machen. Vertraulichkeit und Integrität. Und das möchte man nicht so wirklich haben. Also das ist irgendwie, das heißt, wenn sich ein Nanz wiederholt, ist das eine Mitleidkatastrophe. Ja, und das ist irgendwie vom Design her nicht so gut. Das heißt, da muss man, ja klar, weil irgendwie, die Anforderung für einen Kryptograf, für einen Mathematiker, man hat so einen Zustand, darf sich wiederholen. Das klingt jetzt erstmal irgendwie so nicht so schlimm, aber in der Praxis ist das echt ein Problem. Schauen wir uns auch gleich an. Erstmal nochmal hier ein bisschen GCM-Bashing. GCM, das ist extrem fragil. Also das muss man aufpassen, wenn man es einsetzt. Wenn ihr jetzt ein GCM einsetzt, Galois Counter Mode, dann bitte nur mit 96 Bit NANDs. Ja? Ansonsten gibt es Probleme, da können Transkollisionen auftreten, weil dann was gehasht wird. Das möchte man eigentlich nicht tun. Ja? Und die Hash-Funktion hat dann noch ein bisschen Schwächen. Dann, kurz nachdem GCM rauskam, hat sich mal Niels Ferguson, also Mike, sprich Microsoft, das Ding angeschaut und hat gemeint so, das Problem ist, wenn ich jetzt die Prüfsumme kürze, dann wird das Ganze extrem unsicher. Das heißt, es nimmt überproportional stark ab, die Sicherheit. Das heißt, kürzen ist eine schlechte Idee und das ist auch so eine komische Eigenschaft, die man eigentlich nicht haben möchte. Ja? Das andere, was man rausgefunden hat, ja, Balanzwiederholung, da fliegt auch noch ein Schlüssel raus. Ja, das heißt, da irgendwie gibt man noch einen Schlüssel, frei Haus. Und das Gute ist, GCM hat zwei Schlüssel. Ein Schlüssel zum Verschlüsseln, ein Schlüssel für die Integrität, für die Prüfsumme. Und es fällt dann nur der Schlüssel raus für die Prüfsumme. Ja, das ist aber irgendwie trotzdem irgendwie schlimm. Das möchte man eigentlich nicht, ja, dass man einen Fehler macht, der Schlüssel rausfällt. Das ist halt auch wieder so viel fragil. Und es gibt noch auch ein paar Handvoll schwache Schlüssel, weil das ist Galois Counter Mode. Ja, das Galois steht halt für Galois Field Multiplication. Das heißt, da findet eine Multiplikation statt. Und dann kann man sich denken, ja, Multiplikation mit Null ist vielleicht nicht die beste Idee, ja, wenn man einen Nullschlüssel hat, weil irgendeine Nachricht mal Null, ne, ist halt immer Null, unabhängig der Nachricht. Und eine Prüfsumme, die unabhängig der Nachricht ist irgendwie nutzlos. Und dann gibt es noch weitere Schlüssel, die auch irgendwie noch Schwächen haben. Genau. Also, als es rauskam, wie gesagt, hat sich das mal Niels Ferguson angeschaut. Da ist da Microsoft tätig
und hat dann so ein Papier geschrieben. Da stand drin, ja, ich kann es nicht wirklich empfehlen, besser nicht. Wenn ihr keine andere Wahl habt, dann nutzt GCM, aber bitte, bitte nicht, niemals die Prüfsumme kürzen. Ja, da, genau, dann das zweite, was ich hier habe, Totschnippel, ist RFC 4103 und 6. Da steht beschrieben, wie man denn jetzt GCM bei IPsec benutzt. Und da steht drin, ja, wenn ihr das implementiert, natürlich müsst ihr dann die volle Prüfsumme unterstützen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht anders implementieren. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass man es eben anders implementiert. Und aber, was optional noch erlaubt ist, ihr dürft die Prüfsumme kürzen auf, genau, von 16 Byte auf 12 oder 8 Byte. Und das ist natürlich eine schlechte Idee, ja? Weil dann die Sicherheitsproportion, also mehr, die Sicherheit, wenn man nur 8 Byte hat, ist halt wesentlich geringer, als man da vermutet. Das heißt, erstmal tu was, ne? Wer Admin ist, erstmal nachschauen, IPsec, nutzt ihr GCM mit kurzen Prüfsummen und dann das mal das Feature deaktivieren. Das hilft. Dann, genau, jetzt wieder zurück zum NAND-Trios, nachdem ich viele Vernachteile von GCM aufgezählt habe. Also der Vorteil ist, es halt verdammt schnell, aber der Preis ist Fragilität. Und bei NAND, genau, Wiederholung, ist es halt praxisrelevant. Da gab es halt irgendwie Diskussionen am Anfang, als der da rauskam. Und irgendwie da nenne ich mal drei Beispiele. Ja, ich glaube schon, ja, weil erster Grund ist halt, ja, Programmierer machen Fehler. Und auch Leute, die sowas designen, machen auch mal ab und zu Fehler. Und genau, da gibt es jetzt so drei lustige Beispiele. Eins so irgendwie so kleine Glitsche aus Redmond. Mit so Nischen-Software, Word Excel, hat es irgendwie nicht so richtig hinbekommen beim ersten Anlauf. Dann das andere, was ich hier noch habe, ist so WinZip, auch so irgendwie Nischen-Software, die keiner nutzt. Und das dritte haben wir jetzt dieses Jahr ganz brandneu, ist Crack hier, WPA2, Wi-Fi, ja, auch so ein Nischenprodukt. Und das ist so, sieht man, das geht halt immer wieder, also selbst die großen Firmen und Standard und Komitees und so kriegen das nicht so richtig hin. Das heißt, da gibt es halt irgendwie ein Problem. Und ich denke, auch in Zukunft wird es immer wieder Probleme geben. Ja? Und das andere ist, wenn man sich mal schaut, so die ganzen App-Stores, was es da an Software gibt, der nutzen halt viele Leute, also das heißt, es gibt halt irgendwie, ich denke, jede 10. App, die irgendwie so irgendwie AES einsetzt, wird so irgendwie diesen als NAMS hier den Superzahlengenerator von XKCD verwenden. Das heißt, das ist alles schlimm, wenn man sich mal das anschaut. Ja, also das ist halt ein strukturelles Problem. Das andere sind also Bedienfehler. Ja, die Admins sind auch teilweise mal schuld, nicht mal die Programmierer. Das heißt, was man da oft macht, ist jetzt hier, ja, Restore und Backup. Ja, und der NAMS ist halt dann persistent geschrieben worden, irgendwo auf Platte, den letzten werden so, dann wird es wieder geladen. Oder man klont halt virtuelle Maschinen, da kann auch mal was schief gehen bei NAND, dass man NAND öfters aufkommt. Oder das andere ist, wenn man zu wenig Entropie hat, dann zieht man öfter mal die gleiche NAND. Ja, ist irgendwie alles unlustig. Das Problem, die Nachricht ist, das Problem wurde eigentlich 2006 schon gelöst, ja, von den Kryptografen. Da gab es jetzt ein Paper, das rauskam. Das hat vorgestellt ein Verfahren, das ist Misuse Resistant AE Schemes, heißen die. Und die bieten auch Sicherheit, wenn man das mit dem NAND vergeigt. Ja. Genau. Und das Coole ist, die unterstützen beliebig lange NANDs in der Regel, die Verfahren. Das heißt, wenn man da Netzwerkpakete verschlüsselt, dann kann man den Header als NAND nehmen und den Payload als Klartext. Wunderprima. Sollte man mal machen. Und zwar überall. Das Verfahren, wie gesagt, wurde vorgestellt. Da gibt es auch ein RFC für. Das heißt, es gibt jetzt keinen Grund, das irgendwie nicht zu implementieren. Als Entwickler oder Netzwerkmensch. Und genau, da gibt es noch eine Schwäche. Also SIF ist eigentlich idiotensicher. Das heißt, man kann auch einen NAND wiederholen, aber es ist halt nicht voll idiotensicher. Deswegen habe ich dann noch 2016 an einem Verfahren gearbeitet, das das Ganze noch verstärkt. Warum ist SIF nicht idiotensicher? Ja, man muss ja noch die kryptografische Prüfsumme verifizieren. Und wenn man das nämlich hinkriegt, ja, wir erinnern uns hier, Apple zum Beispiel kriegt das auch nicht immer hin mit Go-to-Fail-Bug. Das heißt, wenn es Apple passiert, können es eventuell auch andere Firmen passieren, haben wir uns da gedacht. Und deswegen haben wir das irgendwie so gebaut, dass selbst wenn man jetzt irgendwie die Verifikation versemmelt, dass dann immer noch bemerkbar wird, indem man das so baut, dass der Klartext, wenn man den Zielvortext manipuliert, immer weißes Rauschen ergibt. Das heißt, man hat immer weißes Rauschen. Und dann war die Idee so, eventuell fällt es bei, wenn man den Input validiert,
dann auf bei der Input-Validierung, dass da irgendwie nur weißes Rauschen ist und dass es keine valide Eingabe ist. Oder die Software wirft eine Exception, was stürzt ab oder so. Genau, das, wie wir es genau machen, überspringe ich mal aus Gründen der Zeit. Genau, und aber das Ding ist, hier tut was, benutzt diese Misuse-Resistant-AE-Schemes. Ja? Die haben einen gravierenden Nachteil, man muss zweimal komplett über den Klartext gehen. Das heißt, das dauert halt ein bisschen länger als andere Verfahren. Das heißt, die sind nicht so super effizient. Und jetzt kann es natürlich sein, dass man jetzt irgendwie Echtzeitanforderungen hat, die das nicht erlauben. Ja? Und dann, was soll ich tun, wenn das irgendwie nicht technisch nicht möglich, realisierbar ist? Ja, nicht in Panik verfallen. Auch da habe ich irgendwie, gibt es eine Lösung. Da war ich dabei, die mitzuentwickeln. Und die Antwort hier ist robuste AE-Schemes. Die hießen vorher mal Non-Misuse-Resistant AE-Schemes. Und wir haben das jetzt umbenannt nach robust, weil es da irgendwie ein bisschen irgendwie Konflikt gab, Potenzial in der Krypto-Szene. Und was wir da gebaut haben, ja, 2012 war ein Verfahren, MacOE. Da kann man jetzt irgendwie, wenn man da jetzt irgendwie Probleme hat mit dem NANS, ein NANS wiederholt, dann ist hier immer noch die Integrität immer noch gewährleistet, Integritätsschutz. Und die Vertraulichkeit bleibt auch noch irgendwie, je nachdem, wie schlimm man da Fehler macht, noch teilweise halten oder eventuell auch ganz. Also was man auf jeden Fall erkennen kann, wenn man NANS wiederholt, dass zwei Klartext den gleichen Präfix haben. Ja? Das konnten wir nämlich nicht wegkriegen, wenn wir nur einmal über den Klartext gehen. Genau, die Idee hat sich dann irgendwie fortgepflanzt. Das heißt, da gab es dann auch diesen CISA Competition und er steht auch für Robust. Das, genau. Und die CISA Competition sucht halt einen Nachfolger für GCM. Ja, das ist eine Crypto Competition, auch von Dan Bornstein hat die da angetriggert. Ist der Schirmherr. Und da haben wir jetzt einen Nachfolger von MacOE, auch wieder war ich auch mit bei Poets, da war ich auch wieder mit dabei gewesen, ins Rennen geschickt. Wir haben die zweite Runde gepackt, leider nicht in die dritte, weil wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu super schwergewichtig und auch nicht so performant auf Hardware. Was noch im Rennen ist, was ich empfehlen kann, in Köln, das ist ein Zusammenschluss aus AS Copa und ELMT. Das waren praktisch zwei Rundenverfahren. Die sind jetzt, haben zusammengeschlossen, ist jetzt noch Drittrundenkandidat. Was es jetzt noch gibt, was ich noch empfehlen kann beim CISA Competition, was man näher anschauen kann, ist EASY. EASY ist ein Misuse-Resistant AE-Scheme mit von Phil. Und genau, zumindest hat er Phil mitgemacht. Das sind jetzt meine Kandidaten, die ich ja noch empfehlen kann. Genau, und jetzt schauen wir uns mal an. Also alle die Verfahren, ja, sind irgendwie beweisbar sicher. Und genau. Und das heißt, da gibt es immer so einen Sicherheitsbeweis und da gibt es immer, schauen wir es mal an hier, also das ist so eine Sicherheitsschranke und wenn man einfach sieht, hat man da, ist das eine Birthday Security Bounce? Also die haben alle so komische Bounds, ja, und da gibt es jetzt so drei Parameter, Q, L und T. Q ist die Anzahl Nachrichten, die man damit verschlüsselt, L sind die Anzahl Blöcke, die man insgesamt verschlüsselt und T ist die Zeit. Und was hier steht ist, ihr könnt ungefähr so 100 Terabyte unter einem Schlüssel verschlüsseln, ein paar hundert Terabyte und dann sollt ihr den Schlüssel wechseln. Genau, und natürlich ist es nur sicher, wenn auch AES sicher ist, wer hat's gedacht, weil das Ding nutzt ja irgendwie AES. Und ja, genau, also die Idee ist auch irgendwie bei Poets, das ist immer so ein, also das ist halt super strong, ja, so das super heavyweight, weil wir machen ja die erste Lane, die obere Lane, ist da einfach nur eine Prüfsumme über den Klartext. Die untere Lane ist eine Prüfsumme über den Chiffretext und mittendrin ist die Verschlüsselung. Genau, das heißt, die kryptografische Prüfsumme ist ja ziemlich irgendwie über den Klartext und Chiffretext. Und das zweite coole Ding, ja, wenn ich hier zum Beispiel was manipuliere bei C2, dann bekommt ab M2 weißes Rauschen raus. Das heißt, da kann ich auch wieder, da ist auch wieder die Idee, dass man, wenn man jetzt die Verifikation nicht richtig macht, dass man da viel weißes Rauschen hat und dass das damit irgendwie vielleicht auffallen könnte bei der Eingabevalidierung. Das heißt, da ist auch so irgendwie so ein bisschen Schutz drin, dass wenn man die Verifikation nicht richtig hinbekommt. Weil so eine IFA-Frage ist nicht immer ganz einfach zu implementieren. Genau, jetzt bin ich auch schon so gut wie durch. Habe es gleich geschafft. Dann dafür der Rüdi. Und genau, also was ihr tun sollt, niemals nicht ein NANS wiederholen. Das ist eine mittlere Katastrophe. Das ist praktisch so ein Unfall. Das irgendwie, genau. Also, und jetzt die Frage so, wie soll ich meine Daten verschlüsseln? Da gibt es jetzt, wie gesagt, da gibt es mal schauen. Da gibt es jetzt vier Kategorien. Die erste ist die stärkste, die vierte ist die schwächste. Und man sollte schauen, dass man jetzt irgendwie schaut, kann ich ein Verfahren aus der Kategorie 1 nehmen?
lässt das mein Umfeld zu bei Anforderungen? Wenn nicht, dann 2, wenn nicht 3 und ansonsten 4. Das heißt, eine klassische Verschlüsselung, die wir so kennen, bei denen ist halt so das ziemlich Schlechteste, was man tun kann. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir mal da besser werden und mal so auf 1 und 2 kommen und nicht nur bei 3 und 4 rumdümpeln hier. Damit das Fahren auch robuster und stärker werden in Zukunft. Okay, vielen Dank. Dein Zitat noch. Ja, ich habe noch eins. Ja, genau. Also ja, allerwichtigste Botschaft hier heute ist, redet verdammt nochmal mit Kryptografen. Ja? Also ihr macht ja einen Haufen cooler Software und die fällt dann auseinander, weil man nie mit uns geredet hat. Also wir sind irgendwie beide, unsere E-Mail-Adresse und so Telefonnummer sind irgendwie im Internet, stehen die und man kann es mal ansprechen. Und man kann dann mal nach Berlin kommen und mit uns reden beim Käffchen. Ja, ja, nochmal, also vielen Dank. Ich möchte das auch nochmal ein bisschen aufgreifen. Also damit es nochmal ganz klar ist, dass das jetzt wirklich ein praxisrelevantes Problem ist. Also wenn ich mich nicht täusche, also es ändert sich, aber als ich das letzte Mal reingeguckt habe, war wirklich in TLS die Überlegung, wir sind clever, wir benutzen keine Verfahren, wo nicht Authentifizierung mit eingebaut ist und wir verwenden zwangsweise das GCM, also Galois Counter Mode. Das ist auch supi, bis auf die Tatsache, wenn Nouns wiederholt wird, ist das katastrophal schwächer als alle Fehler, die man auf der unteren Ebene machen kann. Also Kryptographie ist relativ schwer. Aber nochmal der Appell von Christian wirklich deutlich wiederholt, die Kryptogemeinde hat einen starken wissenschaftlichen Teil, die auch offen publizieren und so weiter. Also insofern nochmal da der Hinweis, da mal reinzugucken, was da ist, ist wirklich eine gute Idee. Und nochmal wirklich an dieses Redet mit Kryptografen mal anpassen, kommt jetzt der Grund, warum hier so voll ist, weil wir noch was mit Blockchain machen wollen in der nächsten Folie. Auch da möchte ich an ein paar Stellen sagen, ein bisschen Reden mit Kryptografen wäre ganz, ganz angenehm gewesen. Also wir arbeiten da auch an verschiedenen virtuellen Kooperationspartnern. Also wir möchten da auch besser werden in Richtung verteilter Echtzeit. Aber da arbeiten wir schon intensiv daran. Also wer da noch weitere Tipps hat, was es dann noch für Forschungseinrichtungen gibt, der kann sich auch bei uns freundlich melden. So. Mal ein paar Worte zu Bitcoin. Ich habe es mal schon vor Jahren hier gemacht. Ich hätte damals vielleicht Bitcoin kaufen sollen, anstatt es zur Sicherheit zu evaluieren. Nein, soll man nicht machen. Ich bin der altmodische Professor. Ich bin der Meinung, wenn du von führenden kapitalistischen Zeitungen gefragt wird, wie sicher das ist, dann solltest du nicht irgendwelche Aktien drin haben, um da zu antworten. Ich will es mal so sagen, die Kryptographie in Bitcoin wäre eine befriedigende Bachelorarbeit. Das sind schon, und das reicht eigentlich. Die Krypto ist so stark, dass eine befriedigende Bachelorarbeit völlig dazu führt, dass die Probleme woanders zu sagen sind. Es ist vorsichtige Amateurkryptographie. Doppelt hält besser, die hashen zweimal hintereinander, aber wie gesagt, meine Erweiterung nach dem ersten Hash, ein Bit umzurempeln und dann weiter zu hashen, würde bedeuten, dass zum Beispiel die Kollisionseigenschaften sich nicht einfach weiter vererben. Also diese zweimal Hash hintereinander bringt zum Beispiel gegen Kollision nicht allzu viel. Wenn sie nach dem ersten Hash ein Bit gerempelt hätten, weiter gehasht, hätten sie eine deutlich bessere Eigenschaften gehabt. Also so ist jetzt das Doppelhash ziemlich nicht besonders relevant. Also jedenfalls, wenn man starke Sachen macht. Was relativ cool ist, ist, dass die Public Keys nicht veröffentlichen, sondern halt hier auch ein zweimal gehashte Kontonummer. Und da sieht man, dass die möglicherweise doch ein paar Hacker-Konferenzen gehört haben und gewusst haben, sie sind nicht so fit in Krypto, machen wir es lieber mal ein bisschen robuster und so weiter. Also insofern ist das eigentlich relativ erfreulich, aber wenn die jungen Leute mit, oder alten Leute oder was immer für Leute, mal mit Kryptografen geredet hätten, hätten wir ganz interessante Implikationen gehabt. Es ist ganz lustig, der Bitcoin-Hauptautor hat gesagt, oh ja, jetzt hechen die alle Leute mit Spezialhardware und unser demokratischer Ansatz, jeder PC hat eine Stimme und alles verteilt, geht den Bach runter, wir sollten ein Gentleman-Agreement machen, das nur auf CPUs gemeint wird.
Ach, es ist schön, junge Leute, dann ich mache ein Konzept von kapitalistischen Anarchisten, die irgendwie alles so designen, dass keine zentrale Stelle ist, und will mit diesen verteilten Anarcho-Kapitalisten weltweit Gentleman Agreements zu machen. Ohne der Geschichte vorzugreifen, ist es nur beschränkt gelungen. Wobei das wäre alles lustig, da werden schlecht bezahlte Berliner Professoren hier rumwillen und gute Witze drüber machen. Das Problem ist, wenn man hier Fehler macht, dann hat das auf einmal Auswirkungen, dass irgendwie eine große Menge an Energie völlig sinnlos verheizt wird. Und da muss ich auch sagen, am Anfang habe ich gesagt, oh, heute kommt runter, es ist ein Kraftwerk. Was mir dann erst irgendwann mal siedenheiß eingefallen hat, mit der Erhöhung der Hashing-Komplexität tut praktisch linear auch der Stromverbrauch irgendwie steigen. Also es ist jetzt schon auf dem Weg, eine deutliche Umweltsauerei zu werden. Und wir Krypto-Hippies könnten natürlich sagen, ey, können wir wenigstens nur mit Wasserkraft meinen und so weiter. Aber unser Einfluss auf verteilte Krypto- und kapitalistischen Anarchisten ist relativ überschaubar. Also insofern ist es wirklich kein Witz, dass einige Sachen, die wir haben, wirklich es hilfreich gewesen wäre, wenn die mit Kryptografen geredet hätten. Und hier haben wir auch ein Bild, was ich mal einfach mal vorstellen wollte. Dieses Proof of Work demokratisch zu halten, das ist sehr verwandt mit der Frage Passwort-Hashing. Also Passwort-Hashing ist die Idee, aus dem gehashten Passwort soll es sehr schmerzhaft, sehr arbeitsspeicherintensiv sein, das Passwort wieder zurückrechnen. Also ein klassischer Proof of Work. Dass ihr seht, dass das nicht ganz aus der Welt ist, S-Crypt wird zum Beispiel in Litecoin verwendet. Das ist auch eine der größeren Sachen. Und die haben S-Crypt verwendet. Die haben aber auch nicht mit Kryptografen geredet, wie man die Parameter da vernünftig wird, mit dem Ergebnis, dass jetzt mit ein bisschen Verspätung da auch ASICs kommen. Und dieselbe Problematik, die man bei Bitcoin haben, haben wir dort genauso. Auch hier kriege ich manchmal ein bisschen die Krise, wo ich sage, wir hätten das alles demokratisch halten können, wenn ihr mit uns geredet hättet. Wir hätten euch umfangreiche Änderungen gesagt, nämlich genau eine Zahl geändert, ein Parameter geändert. Dann wäre die ganze Sache auf einmal eine demokratische Veranstaltung gewesen und nicht so, dass jetzt irgendwie sinnlos Sachen verbrannt werden und irgendwelche nur noch Fabriken mitspielen dürfen. Das ist manchmal selbst für Hacker und Mathematiker, die wissen, dass Zahlen eine gewisse Magie hat, relativ gruselig. Also hier ein S-Parameter richtig einzustellen, wäre eine gute Idee. Dann gibt es noch Passwort-Hashing-Wettbewerbe, da ist Agoni 2i, ne, war nicht 2D. Du hast den Tippfehler wieder reingemacht, den du bei mir korrigiert hast. Ja, wieder hinten korrigiert. Das ist immer... Problem mit der Versionierung, ja. Das D. Das muss D sein. Naja, aber Katena Stonefly, da hat er sich auch als Hauptautor rausgemogelt. Also Christian ist der Autor des ganzen Frameworks. Co-Autor. Ja. Co-Autor. Also das habe ich zusammen mit Stefan Lux und Wenzel gemacht. Und das Katena Stonefly ist eine Implementierung, die ganz besonders diese Sachen adressiert. Und nee, haben wir die nicht. Also so sieht es aus. Also ihr seht, das ist ein bisschen was, aber wenn man irgendwie große Geschichten jetzt erwartet, ist es relativ überschaubar. Also das sind relativ naheliegende Funktionen. Und das Schöne ist halt an den Arbeiten von Forla et al., dass da also sehr brutale sehr ordentliche mathematische Sicherheitsschranken da ist. Also nochmal, man könnte S-Crypt nehmen mit ein bisschen cleveren Parametern oder man könnte das andere Passwort-Hashing machen und dann hätte man mathematisch beweisbar, dass die Leute nicht das auf Spezialhardware relativ einfach machen können. Also noch einmal, diese Sache, die wir mehrfach gesagt haben, redet mit Kryptografen, noch einmal, eine Zahl in diesen Bitcoin-artigen Sachen richtig gesetzt, hätten wir es weiterhin demokratisch, nicht mit Kryptografen geredet, gesagt, okay, wir machen Gentleman Agreement, bedeutet halt, dass irgendwie im Moment eine obszöne Menge an Energie einfach fürs Mining verbrannt wird und zwar völlig nutzlos, Entschuldigung, ich stehe eigentlich auf Hash-Funktionen, aber irgendwie sinnlos, irgendwie davon hinzuhashen und alles wegzuschmeißen. Das kann nicht so die pfiffige Idee sein. Wenn man Proof of Work ist, noch einmal, hier wäre es hilfreich gewesen, entweder also mit Kryptografen zu reden oder zumindest mal die Damen und Herren von Litecoin, da mal überlegen, dass man die Parameter vielleicht ein bisschen ordentlich setzen könnte. Gut, ich bin der Meinung, dass wir weg
wegkommen müssen von dem sinnlosen Heizen. Und deswegen werde ich in den nächsten Monaten auch mit dem Doktoranden zusammen mal ein bisschen arbeiten, Proof of Work nützlich zu machen. Das sind schon Ideen da, die im Bereich Storage sind. Da ist Filecoin zum Beispiel ein Kandidat, der ähnliche Sachen macht. Oder Network Services. Ich habe durchaus die Überlegung, dass es vielleicht sinnvoll ist, bei der Anonymisierung des Web-Traffics nicht auf das Tor-Projekt zu vertrauen, das seine Hauptfinanzierung vom amerikanischen Verteidigungsministerium hat. Also ich hätte ganz gerne eine Konstruktion, wo Router Netzwerkservice, Tor-artige Services anbieten und damit praktisch auch nebenher meinen. Also dass praktisch Geräte sich selbst finanzieren, und wenn man irgendwie halt mal ein bisschen träumt, dann kann man halt sagen, man entwickelt einen Router, den stellt man in der dritten Welt in die Sonne. Solange Sonne ist, tut er Energie machen und Services machen. Und wenn die Sonne weg ist, holt er das Strom, aber bezahlt es mit der Arbeit, die er gemacht hat. Also dieser Traum eines wirklich ganz autonomen Systems, das möchte ich noch aufrechterhalten. Vielleicht einen Schritt zurück. Ich habe einfach keine Lust, dass irgendwie Mining, also wirklich 2 hoch 70 oder 2 hoch 73 Operationen immer in sinnlose Umsetzung von Strom in Wärme gemacht werden. Also vielleicht gibt es ja dann. Und um es nochmal zu wiederholen, den ganzen Mist hätte man, also diese Sachen sind anspruchsvoll und da sind sehr viele Fragen zu klären. Deswegen ist es eine schöne Promotion. Und ich bin dann altmodischer Professor, wenn es irgendwie die Welt nicht revolutioniert, ein gutes Promotionsthema ist es auf jeden Fall. Insofern ist es, passiert die Revolution im Rahmen meiner dienstlichen Aufgaben, was irgendwie von Professoren in meinem Alter immer eine ganz angenehme Perspektive auch ist. Aber um noch einmal zu betonen, wenn die Damen und Herren, die das gemacht hätten, wirklich das Passwort-Hashing angeguckt hätten, wenn diese Litecoin-Leute die Parameter richtig gemacht hätten. Also nochmal, macht euch die Kraft von euch Programmierern und Mathematikern, sogar von euch Programmierern. Lest die Mathematik, die wir euch präsentieren, setzt die Zahl richtig und ihr habt eine bessere Welt dadurch. Zumindest, sagen wir mal, in dieser virtuellen Welt. Warte mal an den Auswirkungen, aber noch einmal. Ich sage, also erstens möchte ich einen Proof auf nützlicher, gesellschaftlich nützlicher Arbeit. Zweitens, wenn ich dieses alte Proof of Work mache, das hätten wir weiterhin demokratisch gehalten, wenn die Leute dieses Passwort-Hashing gemacht hätten, entweder das S-Crypt oder halt, sagen wir mal, die Sachen mit richtig hart brutalen Sicherheitsbeweisen, die Christian da unter anderem entwickelt hat. Kommen wir nochmal zum Ende. Wir sollten was tun, ist irgendwie das Ding. Und ich habe ja damals gesagt, Kryptomagie ist, dass man auf einer kleinen fingernagelgroßen Fläche oder mit ein paar Programmierzeilen Code erzeugen kann, den die Geheimdienste nicht brechen können. Das hat schon ein bisschen was Magisches. Die Problematik ist, wenn man halt nicht reingucken kann und die Leute das halt schlecht implementieren, wie das jetzt bei Infineon im Zusammenhang mit den TPM-Chips passiert hat. Oh, da haben wir eine Folie, die muss ich, glaube ich, nachhalten. Also bei den TPM-Chips Infineon war einer der Hauptkandidaten, und da ist es einfach so, das ist zwar vom BSI zertifiziert worden, aber offensichtlich reicht es nicht aus. Wenn das Open Source gewesen wäre, wenn man da reingucken könnte, dann hätte ein talentierter Doktorand wirklich nur wenige Stunden gebraucht, um aufzuschreien und das Fehler zu finden. Also wir brauchen wirklich auf der untersten Ebene Open Source ganz dringend. Wir brauchen freie Software, die verhindert Hintertüren und ermöglicht das Finden und Fehler. Nochmal zusammenzufassen, das BSI ist gutmütig, sie haben auch sehr gute Kryptografen, aber sie haben es nicht gefunden. Und BSI ist noch eine der staatlichen Organisationen, die ich noch am ehesten vertraue. Sie haben es da episch gefailt. Nochmal zur Erinnerung, diese Infineon-Chips stecken in den ganzen Google Chromebooks an, wo in Amerika wirklich eine ganze Generation von Schülern mit rumspringt. Die haben es vermasselt. Also offensichtlich klappt es nur, wenn es öffentlich ist. Und da darf ich noch mal auf meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen Bernstein, Lange und Nadja, Namen vergessen? Tanja? Henninger, Entschuldigung, also ja. Nadja Henninger. Dem Vortrag war einer der Highlights, wo sie gezeigt haben,
da sind die Submissions veröffentlicht für diese Post-Quantum-Sache und innerhalb des ersten Abends, die haben sich wirklich einen Spaß gemacht und haben irgendwie 10% von den Sachen innerhalb von 3 Stunden zertrümmert. Nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, die öffentliche Kryptographie ist so viel besser als Kryptographie hinter verschlossenen Türen, dass es wirklich hier ein Punkt ist, es ist nichts Ideologisches, aber der Code muss lesbar sein. Es ist vernünftigerweise unter Open-Source-Lizenz, aber er muss lesbar sein, die Community muss da reingucken. Keine Behörde ist offensichtlich dazu in der Lage, das in irgendeiner Weise ordentlich zu machen. Der letzte Teil wirklich bei Tuvat. Danke schön. Der letzte Teil von Tuvat ist auch ein bisschen launig, das sei mir erlaubt, aber da irgendwie die Mathematik scheinbar so abschreckend ist, dass es kaum jemand programmiert, gehen jetzt immer mehr Mathematiker dazu über, brandneue Protokolle direkt zu implementieren. Als erstes muss ich als sehr positives Beispiel den Kollegen Heiko Stammer erwähnen. Der hat auch am Datengarten einen sehr schönen Vortrag gemacht. Da ging es um verteilte Schlüsselerzeugung und Schwellwertkryptographie. Da sind so Sachen wie, wenn man sagt, in einer Welt, wo man wenig Leuten vertrauen kann, ist es gut, kryptografische Verfahren haben, wo man mathematische Beschreibung hat des Vertrauens. Also muss man einen aus einer Gruppe vertrauen, zwei aus einer Gruppe. Das können wir alles mit Schwellwertkryptographie ganz gut machen. Wie gesagt, das sind ganz aktuelle Implementierungen von 2017. Die Arbeiten vorher sind auch relativ neu. Die sind von 1987. Ja, ihr könnt ruhig lachen, das ist ein Weilchen hier, aber ihr könnt auch auf diese Folie warten, weil diese Sachen, das ist jetzt auch rausgeflogen, Blind Signature, wo ich also mit einem Masterstudenten von mir ein bisschen was entwickelt habe 2016, auch auf der Open Tech Summit vorgestanden habe, basiert auf Blind Signature von David Chaum und die sind von 1983. Und wir haben uns auch nur so viel Zeit gemacht, weil jetzt die Patente endlich abgelaufen sind. Also Spaß beiseite, nicht alles, was wir hier machen, also elliptische Kurven ist schon relativ harte Mathematik. Auch die Schwellwertkryptographie ist durchaus harte Mathematik. Ich will es gar nicht so sagen, also guckt es einfach an, dann ist es lösbar. Aber es gibt einen ganzen Kanon voll Sachen, wo es wirklich eine kurze Frage an Kryptografen benötigt, um dann den richtigen Tipp in die richtige Richtung zu machen. Auch diese Sache, dass wir halt programmieren, das war jetzt ein bisschen arg schnippig gesagt, also wir tun idiotensichere Krypto entwickeln. Ja, idiotensicher ist ein relativer Begriff, ein armes, eingebettetes Gerät ohne interne Zufallsquelle hat halt keine gute Zufallsquelle. Also insofern noch einmal, also wir arbeiten wirklich an einem System, möglichst robust zu sein in anderen. Eine Nachricht, die hier noch einmal vielleicht an die Standardisierung geht, ist wirklich der Punkt zu sagen, Galois Counter Mode ist offensichtlich für einige Probleme, also wenn sie Leute richtige Nouns machen, wunderbar, supi, aber willkommen in der realen Welt. Angreifer können dann irgendwie anfangen, im Nouns zu rempeln und dann auf einmal die Sicherheit und die Integrität des ganzen Systems nachhaltig gefährden. Insofern ist das, glaube ich, keine gute Idee, das als einzige Sache zu machen. Enden wir mit den guten Worten von Edward Snowden. Krypto ist keine dunkle alte Kunst, sondern es ist wirklich eine Basic Protection, eine grundlegende Schutz da. Wir müssen implementieren und aktiv daran forschen. Und noch einmal, um zusammenzufassen zu sein, auch nach vielen Jahren Snowden muss ich sagen, Kryptographie ist das, was uns vor der Barbarei der Geheimdienste schützt. Die Politik hat da auch in den letzten Jahren nicht unbedingt sehr gute Ergebnisse gezeigt. Insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da fehlten ein, zwei Folien noch bei der Übertragung. So, es hat ja geheißen, man soll die Kryptografen fragen, nur leider ist die Zeit jetzt alle. Das heißt, ihr dürft, wie angekündigt, die Fragen über ein Käffchen stellen, allerdings leider nicht mehr hier drin. Aber trotzdem eine Runde schönen Applaus für unsere beiden Vortragenden. Vielen Dank.